Ja, schönen guten Abend, Herr Dorian. Muschelmann. Einen Moment bitte. Dorian, Telefon! Wer ist das denn? Keine Ahnung, komm her, ich muss weitermachen. Muschelmann, hallo? Ja, schönen guten Abend, Herr Muschelmann. Ja, wer ist denn da? Ja, mein Name ist Jens und ich komme durch von der Monota. Hallo. Sie hätten sich ja im Internet an einem Gewinnspiel beteiligt, ne? Ja, auch habe ich gewonnen. Das war mein Anruf. Wie bitte? Das war mein Anruf. Ist das denn gewinnenswert? Nee, Sie gaben mir an, dass Sie auch Informationen zum Thema Patientenverfügung erhalten wollen würden, ne? Ist das richtig? Oder war, da haben die so viel gefragt, keine Ahnung. Ach so. Ja, weil hier liegt ein Jahr vor, deswegen frage ich nur, ne? Was soll ich denn jetzt machen? Na, erstmal noch abwarten wegen dem Gewinnspiel, ist klar, ja? Ja. Und haben Sie schon eine Patientenverfügung oder Ihre Eltern? Nee, habe ich nicht. Ihre Eltern? Das weiß ich nicht, da habe ich mit denen noch gar nicht drüber gesprochen. Ach so. Dann reden Sie einfach nochmal mit ihnen und wir machen es nochmal, ja? Ja, aber was haben denn meine Eltern mit meiner zu tun? Na, Patientenverfügung ist doch für jeden wichtig. Wenn man zum Beispiel heutzutage was passiert, wie Unfall, Schlaganfall, Herzinfarkt, ne? Ja. Man ist ja nicht gleich weg. So, dann wird vom Betreuungsgericht der staatliche Betreuer beantragt, gell? Und der entscheidet über Leib, Leben und Bankkonto und jetzt kommt das Schlimmste. Ja. Der kostet netto 27 Euro die Stunde und das bezahlt dann die Familie oder ich und das ist nicht schön. Und deswegen sage ich immer zu jedem, der soll eine Patientenverfügung haben. Warum ist denn das so teuer? Was macht denn der? Spinnt der Stroh zu Gold oder was macht der? Nee, das ist so. Der entscheidet auch dann zum Beispiel über Bankgewalt, ne? Oder ob die Maschine abgestellt werden soll oder nicht, ne? Welche Maschine denn? Na, wenn man zum Beispiel einen schweren Verkehrsunfall hatte. Ach, das Auto dann? Ja, das muss ja dann weg hinterher. Ja. Also, das ist, wie gesagt, reden Sie mal mit den Eltern mal drüber, wir melden uns nochmal, ne? Mein Opa ist da, wollten Sie den sprechen? Nee. Nee. Weiß ja nicht, weil ich bin jetzt ja noch nicht ganz so alt. Ach, gucken Sie mal, die auf dem Weihnachtsmarkt letztes Jahr in Berlin, die waren auch noch nicht alt, ne? Wo der Unfall da war mit dem von der IS, ja? Also es kann jedes Alter kann getroffen werden. Naja, ein Unfall ist das ja nicht wirklich gewesen. Dem Typ hätte man auch mal die Maschine abstellen müssen. Warum hat denn das keiner gemacht? Weil wir in Deutschland leben. Ja, aber dann geht das ja nicht. Tja. Oder können Sie mir dann die Maschine abstellen? Ich doch nicht. Der staatliche Betreuer. Ach, der Typ, der so viel Geld kriegt? Ja, der wird ja angesetzt automatisch vom Betreuungsgericht, gell? Und dann geht das ab. Dann geht das ab? Mhm. Und das soll man jetzt verhindern mit so einer Verfügung? Ja, deswegen sollten Sie ja mal mit Ihren Eltern und mit Ihren Opa mal googeln. Gucken mal bei monuta.de auf die Internetseite. Und gucken auch mal wegen Thema Patientenverfügung. Das Problem ist, die meisten Menschen wissen gar nicht, dass das Geld wert ist. So eine Patientenverfügung. Wir gehen ja nicht davon aus, dass was passiert. Aber wenn was passiert und ich habe die nicht, dann habe ich einen Zonk gezogen. Das ein was bitte? Dann habe ich den Zonk gezogen. Was ist das denn? Kennen Sie nicht den Zonk? Nee. Wer ist denn das? Ist das der Gesundheitsminister? Nein. Den Minister brauchen Sie mir nicht fragen. Das stimmt wohl. Die können ja alle nichts. Nee. Doch. Doktorarbeiten fälschen. Ja, das können die ganz toll. Da haben die einen eigenen neuen Berufszweig entdeckt. Ja. Ist doof nur, dass die dann auffliegen, aber die haben das ja nicht anders verdient, wenn die das so doof machen. Also ich würde mich da ja geschickter anstellen. Richtig, aber die genießen ja auch Immunität. Man kann denen ja nichts in Berlin, wissen Sie? Nee, ja leider nicht. Eigentlich müsste man da mit dem Knüppel draufhauen. Ja, das kommt irgendwann. Oder denen mal die Maschine abstellen, wenn wir schon in Mechatronik sprechen. Ja, dafür müssen ja die erstmal, auf Deutsch gesagt,
einen Unfall haben und nicht mehr Herr ihrer eigenen sein oder Ja, Herzinfarkt. und dann hoffen wir mal, dass die keine Patientenverfügung haben. Dann geht das schneller mit denen. Ach, sie werden glauben, die haben alle eine Patientenverfügung. Ich habe jetzt nur noch gar nicht verstanden, was mir das überhaupt bringt, außer dass dieser Typ da nicht kommt und das Geld einheimst. Das bringt dazu, dass sie selber mitbestimmen können, ob Maschinen abgestellt werden oder nicht. Das hat was damit zu tun. Ich weiß nicht, so eine Trachealkanüle, haben Sie das schon mal gehört? Das hört sich eklig an. Was ist denn das? Das ist, wenn ich zum Beispiel künstlich beatmet werden muss, ja? Bäh. Und da fängt das schon an. Wenn ich diese Patientenverfügung nicht habe, gell? Dann entscheidet natürlich auch wieder dieser staatliche, also dieser vom Staat, ne? Ja, ist das so einer von der SPD? Nee, das ist ein richtig Ausgelernter. Also, das ist, wie gesagt, vom Betreuungsgericht werden die angesetzt, gell? Ja. Dadurch, dass ich also praktisch keine Patientenverfügung habe, kann selbst die Familie nichts machen. Die Familie kann nicht entscheiden. Die kann nicht mehr entscheiden über ihr Bankkonto. Die kann nicht mehr entscheiden über Maschinen aus, Maschinen an. Das macht alles der staatliche Betreuer und die Familie sitzt dann da und guckt blöd. Ja, super. Ja, also ich möchte Sie nur mal, das ist ein Informationsgespräch, ja. Das ist ein Denkanstoß, dass sich jeder mal Gedanken macht, gell? Ja, das Ja. klingt ja alles schon mal gar nicht so uninteressant, weil ich möchte ja auch nicht, dass mir da einer im Hals rumstochert mit irgendwelchen langen Dingern. Ja, Trachealkanüle ist das, gell? Ich glaube, das kann ich gar nicht aussprechen. Nee, Nee. Trachealkanüle. Das Wort hört sich schrecklich an. Bitte sagen Sie das nicht immer. Mensch, das ist doch ganz normal, wenn ich Verkehrsunfall habe und ich bin nicht mehr Herr meiner Dinge. Mal angenommen, bin im Koma, ja? Oder Wachkoma, dann geht das schon los. Dann sagt zum Beispiel der staatliche Betreuer, dann machen wir das mal mit der Kanüle. Also ich sage das vor der Wort nicht mehr. Familie sagt aber eigentlich nein. Ja, was hat Fuß, wenn ich keine Patientenverfügung habe? Meine Ja. Patienten fügt sich ja an, dass ich das so und so haben will, sollte mal was passieren. Habe ich das nicht, hat immer von dem Betreuer, von dem staatlichen Betreuer, das Fuß, was der sagt. Ja, ist der Typ denn Arzt, dass der sowas Schwerwiegendes entscheiden kann? Nee, nicht Arzt, aber der hat doch gelernt, staatlicher Betreuer. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, aber der kann doch keine medizinischen Entscheidungen treffen, wenn der kein Arzt ist. Das ist ja wie wenn so ein Bauer, Verteidigungsminister wird, um bei der Politik zu bleiben. Obwohl, da müsste man schon mal mit der Mistgabel rein, aber halt nicht wortwörtlich. Ja, aber nee, der macht das dann dem Arzt. Die machen das dann. Und wenn ihr zum Beispiel die Familie als Beispiel, ich sag's mal ganz banal. Stellt sich Ja. vor, Adam und Eva haben Kinder und Adam und Eva, sie haben einen schweren Verkehrsunfall. Das geht aber, eigentlich geht das ja anders. Die haben ja kein Kind gehabt. Eva ist ja unbefleckt schwanger geworden. Da haben sie das nicht ganz verstanden. Es ist ja richtig, es soll doch nur ein Beispiel sein. Ach so. Ich kann ja auch sagen, Erna und Bert als Beispiel. Ja, das ist schon Ja. besser, weil sonst ist das So. ja Beleidigung von Religionsgemeinschaften. Richtig, so. Erna und Bert haben Kinder, gell? Ja. Und Bert hat zum Beispiel einen schweren Verkehrsunfall. Bernie Und und Erd. Oma, ja, nee. Kennen Sie die vom Popo Club? Ja, hab ich schon mal gehört, ja. Toll. Oma, wo ich jung. Sie hören sich immer noch sehr jung an. Ich? Ja, total. Ja. Nö. Nicht Also mehr? ich bin schon alt. Was heißt denn alt? 40. Haben Sie denn schon eine Patientenverfügung? Ja, Oh, sicherlich. Ich habe eine toll. Sterbegeldversicherung. Das war jetzt nur eine Fangfrage. Ich wollte mal gucken, ob Sie selber eine haben. Ja, ich kann das ja nicht anbieten, wenn ich die nicht habe. Also ich kriege auch immer Leute, die wollen mir Zeitschriften andrehen und irgendwelche Lotto-Sachen. Die machen das bestimmt auch nicht selber. Naja, ich sag mal so, Lotto ist so ein Ding, würde ich niemals am Telefon annehmen. Also ich habe das früher, wo ich jünger war, ja, habe ich das mal erfolgreich verkauft, kann ich Ihnen sagen. An so jüngere Leute, weil es hört sich ja gut an, wenn jemand zu Ihnen sagt,
Ja, wenn sie nicht gewinnen, kriegen sie ja Geld von mir, gell? Hört sich doch total gut an, oder? Also sind Sie so ein Callcenter-Veteran? Früher war ich Straßenbau. Und dann hat mal irgendeine Kumpelin zu mir gesagt, du hast die gute Stimme, hier mal ins Callcenter, brauchst du nicht mehr November, Dezember, Januar zu Hause sein. Ja, wenn ich Straßenbau. Und dann hast du Leuten Lotto angedreht? Mit irgendeiner Story? Nö, nicht mit irgendeiner Story. SKL, NKL, Lotto, alles verkloppt früher. Oh, das toll. Ist das legal gewesen oder war das so eine Grauzonennummer? Das war legal früher, aber jetzt darf man das gar nicht mehr anbieten. Also, wenn Sie einen Anruf kriegen von wegen Lotto hier, bla bla bla, dann müssen Sie erstmal gucken, ist so ein Tipp von mir. Hat derjenige seine Nummer mitgeschickt? Sagt derjenige seinen Namen? Also meistens sagen die, mein Name ist Klaus Schmidt und man hört genau, dass der eigentlich Ahmed heißt. Und die Nummer, die anzeigen, die kann man ja ganz leicht fälschen. Das ist ja kein Zaubertrick. Wir sind hier ja nicht bei Harry Potter. Ja, ist ja richtig. Aber Avada Kedavra. Ja, im Endeffekt kann man die aber richtig... ist nicht mehr so wie früher. Früher war es halt einfacher, ja. Und ich habe damit nachher irgendwann noch aufgehört, weil... ich hab dann andere Sachen gemacht, ne? Ja. Zeitschriften dann? Nein, sowas. Niemals. Nee. Das weißt du ja nicht, wenn ich da so einen Veteran dran hab, die Leute werden ja von Callcenter zu Callcenter weitergereicht. Na, guck mal, die müssen ja mal, ich bin ja zum Beispiel jetzt auch nicht im Callcenter, ich bin ja im Kundenbüro, ne? Also, Callcenter, sie hören ja nicht 1000 Leute. Das ist schon mal gar nichts für mich. Vielleicht haben sie auch einfach nur ein gutes Headset und sitzen nicht in so einer Sardinenbüchse wie in der Türkei. Nee. Was ist denn, wenn ich ihnen sage, ich sitze zu Hause? Das könnte natürlich auch sein. Homeoffice ist ja auch nicht selten in der Branche. Ja, sie müssen aber so sehen, sie können nicht Callcenter vergleichen mit einem Vertriebsbüro. Also wir machen ja Sterbegeldversicherung, gell, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, also, nee, hat nichts mit Callcenter. Kann man bei Ihnen dann auch reinlaufen und was in Auftrag geben? Kann man. Muss mal nach Düsseldorf kommen. Ah, kann man. Also haben Sie auch, sagen wir mal, richtigen Kundenverkehr. Kann man nicht nur anrufen, man kann da auch hinkommen. Richtig. Dann ist das ein Großraumbüro. Naja, ich sag mal, es ist... Wäre so der deutsche Begriff für Callcenter. Nee, ist kein Callcenter, glauben Sie mir. Wir sind, das ist, Callcenter ist immer so ein Klischee, ja. Na klar. Ja, so. Na komm, aber wer mal Leuten Lotto am Telefon angedreht hat, sollte von dem Wort Callcenter nicht ganz so schockiert sein. Mensch, das war doch schon Jahre her, da habe ich noch nicht mal an Gott geglaubt. Das ist ja wurscht. Nee. Sag mal so, es ist, ja, wer keine Ahnung hat vom Lotto, der kauft ja alles ab in der Branche. Das ist ja das Miese an der Nummer, dass so viele Leute das gar nicht wissen, da müsste eigentlich viel mehr drüber aufgeklärt werden. Naja, aber die Leute spielen mittwochs und samstags Lotto, ja, wir haben denen das damals abgenommen, ne? So, und natürlich, wenn es 40 Euro im Monat kostet, als kleiner Tipp noch, was aber schon sehr viele Jahre zurückgeht, ja. Muss ich mir doch im Klaren sein, dass ich wenigstens mal bei Super 6 oder Spiel 77 eine Zahl richtig habe, gell? Ja. Ja, deswegen, aber dann hätte ich gleich gesagt, wenn mich jemand anruft hier, wenn die nicht hin, kriegen sie ja Geld, oder? Nee, haut die auch nicht hin, weil ich gewinne ja sowieso einmal, ne? Ja, aber die meisten... Ja, das sind ja, so die typischen Lotto-Argumente, die höre ich jeden Tag so oft. Echt? Ja, weil das gibt, ich weiß nicht, ich fühle mich gerade selber wie bei Verstehen Sie Spaß, aber es gibt im Internet, da gibt das so einen, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie der heißt, der lädt so Gespräche mit so Callcentern bei YouTube hoch und da sind auch immer diese ganz bösen Betrüger dran und der verarscht die dann immer. Ich finde das so toll. Ich höre das immer zum Einschlafen. Echt? Okay. Ja, der spricht wie so ein Inder, der tut so, als wäre der ein Inder, dabei ist er gar kein Inder und verarscht dann die Leute, die deutsche Namen sich geben, obwohl die eigentlich aus der Türkei oder aus Irak anrufen. Ja, das Schlimme ist ja, diese Callcenter, die versuchen ja die Leute zu ködern. Gucken Sie, ich sollte damals auch, was haben Sie gesagt, wie gut war damals, naja. Kannst du nach, irgendwo war das, irgendwo im Ausland, ich weiß jetzt nicht mehr die Stadt, wenn ich lügen. Ja. Kriegst du Essen und Trinken frei, also Unterkunft und so, bla bla. Oh toll. Ja, da hab ich gesagt, nee, nach Ägypten sollte ich. Nach Ägypten. Wer will denn da schon hin?
ja. Da haben die Toten überall eingemauert. Ja, ja. Und er hat gesagt, nee, ich gehe nicht nach Ägypten, da arbeite ich lieber was anderes. Ach, das Callcenter war in Ägypten? Nee, also mein damaliger Chef wollte mich anbieten in Ägypten und hat gesagt, hier, du kannst nach Ägypten gehen, da haben wir ein gutes Ding. Nee, es wurde doch nachher natürlich immer, sag ich mal, die Callcenter wurden doch immer verrufen, noch damals mit Gewinnspielen, ne? Na, zu Recht. Ja, ja. Und dann haben die sich gedacht, ach, wir machen das über Ägypten. Wenn du von Ägypten nach Deutschland, Schweiz, Österreich anrufst, hättest du noch einen Kurs gekriegt hier, Schweiz und Österreich, ne, so ein bisschen lernen so, ne? Und ich sage, nee, ich gehe nicht nach Ägypten, ich bin doch nicht bescheuert. Nee, also da würde ich auch nicht freiwillig hingehen, so wie das da gerade abgeht. Da ist zwar Bombenwetter, aber halt nicht nur vom Sonnenschein her. Das stimmt. Das muss echt ja. nicht sein. Da braucht man dann auch nicht nur eine Sterbegeldversicherung, da braucht man noch andere Sachen. Nee, das stimmt. Da gehe ich nicht hin. Oh, das wäre doch toll. Der Erwin Rommel der Callcenter hättest du sein können. Du hast das abgelehnt. Nee. Toll. Nee. Oh, ich bin ganz begeistert, so einen versierten Menschen am Telefon zu haben. Das passiert mir nicht so oft. Meistens sind die Grundstupide, die mich anrufen. Und ich mache mir dann Spaß daraus. Ach, was ich habe damals auch sehr erfolgreich SKL, NKL, kennen Sie das? Was für ein Ding? Süddeutsche Klassenlotterie, Nordwestdeutsche Klassenlotterie. Na klar, die rufen mich auch dauernd an. Die dürfen doch gar nicht mehr anrufen, hier mit Günther Jauch, wo das immer kam, ja, 5 Millionen Euro. Nee, Günther Jauch hat bei mir auch nicht angerufen. Obwohl, da würde ich mich drüber freuen, der hat so eine tolle Stimme. Nee, der kann ja auch nicht bei einem anrufen. Aber wie gesagt, wir mussten damals die Lose anbieten, gell? Und das war eine schöne Sache. Weil man hat mit Bildern verkauft. Mit Bildern? Naja, stellen Sie vor, Frau Meier, Sie liegen am zuckerweißen Strand, die Sonne prasselt auf Ihre Haut. Was meinen Sie, wie die Frauen gekauft haben? Boah, toll. Also da würde ich auch fast drauf reinfallen. Aber dann würde ich mich wieder an die... Jetzt fällt mir der Name wieder ein, der heißt Telefonziege. Dann würde ich mich daran wieder erinnern und dann mir wieder einfallen, dass das ja voll die Verarsche ist. Nee, SKL, NKL war nicht so die Verarsche. Die haben ja auch gewonnen. Ja, trotzdem. Aber nicht jedes Zehnte los. Hier diese Fortrente und so eine Faxen, ne, haben die ja gewonnen. Aber natürlich nur, wenn die mit vollen Losen gespielt haben und die anderen wurden halt verheizt, ne? Na klar. Ich meine, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Die paar wenigen, die was kriegen, die kriegen das dann hier nicht aus dem Töpfchen. Das ist ja dann das Geld, das die anderen Deppen da reingeworfen haben, die sich haben verarschen lassen. Naja, was heißt verarschen lassen? Eine Chance auf den Gewinn hat ja eigentlich jeder bei SKL, NKL früher. Ja, eine Chance ist auch, wenn du bei 0,1010 Promilleprozent bist. Reden wir von reellen Chancen oder reden wir von Papierchancen? Wir reden mal von reellen Chancen. Wie hoch ist denn eine reelle Chance bei Callcenter Lotto? Callcenter Lotto? Oh, das ist schon so lange. Also ich denke mal, die Chance war zu gewinnen damals 2%. Toll. Damals, sag ich offen und ehrlich, damals. Ah, das lohnt sich doch. Oh, eigentlich müsstest du dich mal bei diesem Typen melden, der sucht immer Interviewpartner, die selber mal in Callcentern gearbeitet haben. Du könntest bestimmt voll viel erzählen. Ach, ich habe früher mal bei Domian angerufen, das hat mir gereicht. Bei Domian? Oh, der ist auch, den gucke ich auch immer abends. Wenn die Ziege mal keine Videos hochlädt, dann gucke ich Domian an. Der ist doch nicht mehr. Naja, du kannst ihn ja auch bei YouTube gucken. Das sind ja aus 20 Jahren seine Aufzeichnungen. Ich glaube, da brauche ich auch noch eine Weile, bis ich das durch habe. Richtig, aber nee, ich sag mal so, der hat gleich die Leute vom Callcenter alle abverurteilt. Hast du ihm da deine Story erzählt? Ach ja, irgendwas war da mal, ich weiß das auch nicht mehr, schon zu viel Jahre. Ja. Oh, da muss ich ja mal gucken, Domian Callcenter, ob ich die Folge finden kann. Ich hab ja eine richtige Berühmtheit am Telefon, du, ich bin ja hellauf begeistert. Ach Quatsch. Ach doch. Nee. Ach, gönn mir doch die Freude. Ja, jetzt nochmal zurück zu der Trachal Kanüle, ne? Jetzt hat er das schon wieder gesagt. So, nehmen wir mal an. Also mein Kumpel hier, der macht Akupunktur, der macht Piercings. Ich lass den gleich mal mit einer Kanüle zu dir kommen. Kriegst du Nasenringe? Oder vielleicht habe ich die ja schon.
Hast du? Krieg ich ein Foto? Nee. Warum nicht? Doch, darf ich nicht. Wie darf ich nicht? Wohnst du in Nordkorea? Ja. Oh, wie ist denn das Wetter da? Super. Oh, toll. Stimmung. Ja, zum Glück ja nicht mehr. Wo ist denn der kleine Dicke? Kann ich mit dem mal sprechen? Vielleicht kann ich den ja zum Weltfrieden bewegen. Ach, das ist doch nur so gewesen mit denen und Trump. Sonst ab. Ja, keine Ahnung. Die machen das schon. Die Frage nur, ob richtig oder scheiße. Ja, lesen Sie mal die Bibel, dann wissen Sie, worauf es hinausgeht, was hier jetzt alles abläuft in Deutschland und so. Erzählt mir jetzt gerade einer der Leuten Lotto am Telefon, André, ich soll die Bibel lesen. Ich habe, nicht vergessen, ich habe früher mal in meinen jungen Jahren, habe ich mal erfolgreich Lotto verkauft. Hast du deine Sünden gebeichtet? Jo. Ja. Das wäre jetzt mal so ein Präzedenzfall für den Papst, ob das verzeihenswürdig wäre. Ist das so? Steht das auch in der Bibel? Naja, ich sag mal... Und widerrufest du deine Missetaten am fernmündlichen Telefonverkaufe, so wird Jesus dich lieben und ehren. Ja, genau. So ungefähr. Oh, ich finde das toll. Dimitri, der war mal bei Domian. Wer war bei Domian? Der Mann, mit dem ich gerade spreche, der hat den Leuten da Lotto verkauft. Wie die du immer abends anhörst, oder was? Nicht mehr den Mann. Hallo! Hallo! Ich möchte wieder auch Lotto kaufen. Bist du von 5D Marketing aus Bosnien? Nee. Nicht? Ich verkaufe leider kein Lotto mehr. Wir leider nicht. Möchtest du wieder machen? Ich kann dir Internetadresse geben. Nee, möchte ich nicht mehr machen. Warum nicht? Also, warum? Gerade hast du bereut, dass du hast da aufgehört. Nö, ich hab nicht bereut. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr mache. Ah, was hast du an Umsatz gemacht, Blät? Naja, dein Kumpel hat sich an einem Gewinnspiel beteiligt. Und, hat er? Ja. Und da hat er auch gesagt, dass er mal einen Anruf kriegen kann. Also, das sagten die Kollegen vom Border Verlag zum Thema Patientenverfügung und so, gell? Finde ich gut. Den Text kenne ich auch schon auswendig. Der erzählt den gleichen Text, wie du immer bei Internet vorspielst. Das ist doch fake. Ihr verarscht mich doch gerade, oder? Nee. Bin ich jetzt live in der Callcenter Show? Blöd, komme ich jetzt auch auf YouTube oder was? Nee. Nicht? Nee, leider nicht. Ich grüße Lennart Erbgut. Bist du das? Nein. Nicht. Wir verarschen ja, mich, du brauchst, du grinst, du verarschst mich, Suka. Hier, ich lass mich nicht verarschen, geh mal weiter. Oh, du hättest jetzt ja mal mitspielen können. Nee. So. Also, wollen wir einfach. Jetzt musst du mir aber einen Gefallen tun, wenn du mich jetzt gerade so in die Pfanne gehauen hast. Ich hab das neulich, wollten die meinem Opa Lotto andrehen und ich konnte das gerade noch verhindern. Wenn ich jetzt zu meinem Opa gehe und dem das Telefon gebe, dann versuchst du dem mal Lotto anzudrehen und mal gucken, ob der verstanden hat, dass er das nicht machen soll. Nee, ich kann das nicht mehr. Das ist doch schon 10, 15 Jahre her. Mein Opa weiß nicht mehr, was vor 5 Minuten war. Ich glaube, so wie du gerade gesprochen hast, kriegst du das hin. Warte mal. Opa, hier ist Telefon für dich. Wie bitte? Da ist Telefon für dich. Wer ist das denn? Ja, so ein junger Hallo? Mann, der möchte mit dir Hallo? Sprechen. Hallo? Muschelmann, hallo! Oh nein, jetzt hat er aufgelegt!